Hola, was geht, was geht, was geht? Ein neues Video. Heute wieder Tourblog. Wir sind noch bei Life is Pain Tour 2022. Diesmal in Münster. Die zweite Show. Sehr gespannt. Nicht viel Gelaber. Let's go. Party aufstehen. Hier, guck, da kommt der nächste. Aber auch geil, dass die einfach direkt so. Das finde ich immer so am geilsten, so diesen Bus aufzeigen, wie die da gefühlt leben. Ey, da ist die Kamera auch noch. Guten Morgen, Freddy. Ich bin nackt. Hallo. Geil. Gut geschlafen, Bruder? Ich bin in Münster, ja, ich hab gut geschlafen. Und du? Nein, Bruder. Warum nicht? Telefonierst du? Ja. Mit Fahrt, ich soll dir schöne Grüße sagen. Du, Bruder, gut geschlafen? Boah, ich hab super geschlafen, ja. Ey, diese Stimme von Jamule, ne? Also, die hört sich so kaputt einfach an. So hören sie ja, so wie jeder sich morgens anhört, so. Richtig abgeranzt. Spaß. Ach so. Ja, es war auf jeden Fall sehr entspannt. Erster Tag im Tourbus. Eistrott, ich bin eingepennt mit meinem Schmuck. Ich wollte mich eigentlich zu dir legen. Ja. Komm, steh mal auf, yalla. Oh, ich liebe das, wenn das so geil gemacht ist. Ne? Nicht so auf billig, so einfach so irgendwelche Buchstaben, also irgendein normaler Text, so als wenn das von Word einfach drin wäre, sondern richtig schön bearbeitet. Oh, geil. Und wieder dieser Beat. Also, wenn sich das jetzt jedes Mal so durchzieht, oh, das ist schon hart. Ich meine, ist ein geiler Beat, brauchen wir nicht drüber reden, aber. Ja, heute auch noch. In Münster, gerade eine Tankstelle. Dirty X-Statue ist hier vorne. Boah. Ich finde es so geil, ne, in Weiß rumzulaufen. Ne? Scheißegal, was du für ein Mensch bist. Aber Weiß macht dich immer, ich finde Weiß immer so schön anzuschauen. Wobei, ich hätte mir jetzt andere Schuhe angezogen, ne? Aber ich finde das immer so geil. Aber ich bin zum Beispiel einer, der aus einem Dorf kommt. Und wer aus einem Dorf kommt, er weiß weiße Sachen 5 Sekunden, wenn du draußen bist. Ich glaube, in der Stadt könnte es vielleicht genauso sein. Aber 5 Sekunden, alles im Arsch. Also, es tut gut mal. Oder ist das grau? Ne, das weiß ich. Einfach zu laufen, nichts zu tun. Warum? Weil wir jeden Tag diese Scheiße sehen. Ich kann die doch nicht jeden Tag ertragen. Weil wir jeden Tag die Scheiße sehen, ja, cool. Ich muss auch mal ein bisschen Straße sehen, ein bisschen Dinger hier pflanzen und so. Ja, cool. Und eine Baustelle sehen, ne? Boah, muss das geil sein. Was geht ab? Ludacris hinter der Kamera. Ludacris hinter der Kamera. In Münster, hier zur Tankstelle. Ja, Mann, schnell, aber schnell. Zu schnell, aber schnell. Eine damalige große Freundin von mir aus England, sofort gegangen einmal. Und da war so ein Chillraum in einem Studio. Und Forti war da drin am Chillen und sie läuft halt da rein. Und dann fragt sie den Forti, ey, can I have a lighter? Und der so, wo will die hoch? Wozu braucht ihr eine Leiter? Was geht ab? Geil. Och Mann, ey. Junge, die Typen sind so geil drauf. Das ist so geil. Wir sind hier im dritten Tourblock von der Life is Pain Tour. Wir sind heute in Münster, Skaters Palace. Und es funktioniert gerade gar nichts. Aber das hindert uns nicht daran, dass wir in genau, also in 2 Stunden und 45 Minuten stehen wir auf dieser Stage und dann wird alles funktionieren. Ich finde, oh, ich liebe solche Blogs einfach, ne? diesen Hintergrund einfach so zu sehen. So alles, was drumherum passiert. Hoffentlich zeigen die auch wieder, wie weit das nach hinten geht, ey. Also Essen war schon hart. Essen war wirklich hart. Für das, was man da aufbaut, finde ich das immer so richtig krass. Aber ich glaube, hier wird es ein bisschen größer. Hey, wo bist du eigentlich, wenn man dich braucht? Sag mal ehrlich. Der Blockman ist Lava. Boah, wie geil ist das Ding denn? Junge, PS5 to go. Edel. Schon geil. Schon sehr geil. Die Frage, die ich hätte... Ja, voll. Natürlich FIFA, hä? Was denn auch sonst? Bin zwar kein FIFA-Fan, aber was denn auch sonst? Geil, ne, in den Vlogs. Ja. Eine Frage, die ich hätte. Oder wenn du gegen...
Ja, voll geil, ne, in den Vlogs. Ja. Das ist eine Frage, die ich hätte. Eine Frage? Wenn du gegen mich spielst, du hast keine Lust. Ich kann nicht spielen, ich sehe doch schon wieder Joystick halt. Fatty! Backstage ist so geil, komm runter! Sag! Jedes Mal Kürbiscremesuppe. Also die muss echt schon gut sein, aber die sieht auch schon so lecker aus. Wenn die so ein bisschen pappig ist, ne? Also nicht so flüssig, sondern ein bisschen pappig, schon geil. So, mal eben gucken. Wie gesagt, Jamule hat ein geiles Outfit. Ist so ein richtig geiles Chiller-Outfit. Aber weil es weiß ist, oder ja, sehr hell ist, kommt schon echt seriöser rüber, sag ich mal, als... Als Forty da mit seiner Trainingshose. Ich meine, jeder soll das tragen, was er will, aber ich finde das immer witzig. Aber geiler Hoodie. Geiler Hoodie. Mit diesen schwarzen Dingens hier. Auch ein geiler Hoodie. Weil ich glaube, das ist so diese groß geschnittene Mütze, wenn ihr das kennt. Ich finde die so geil. Gerade wenn man so einen langen Kopf hat wie ich. Mit so einem langen Hals. Ja. Schlappen. Aber geile Schuhe von Jamule, wie, aber ja, ich bin halt, ich liebe halt High Tops, ne? Das ist auf jeden Fall sehr lecker. Das ist Linsen. Boah, das sieht so lecker aus. Was denn da sowas? Eine bessere Kamera brauchen die wohl nächstes Mal, halt das Gefühl. Rede. Ja. Wir sind aus Bochum heute hergekommen, ja? Bochum? Nach Münster? Okay. Wir kommen aus Bramsche. Aus Münster. Okay. Auf PA. Jamul. PA. PA. Janusz. Ich denke mal auf Jamul. Find auch immer geil, so du siehst den Leuten nicht an, was sie mögen, ne? Und das ist einfach so das Geile. Jeder, oder es gibt viele da draußen, die immer sagen, ey. Junge, du siehst so aus, als wenn du das hörst oder dies hörst. Und hier siehst du einfach genau so dieses das richtige Beispiel und wie es auch richtig ist. Du siehst den Leuten nicht an, wen die jetzt am meisten sehen wollen oder was die am liebsten hören. Es ist so geil. Jamul, ja. Auf Jamul haben wir uns die ganze Zeit schon gefreut, den echt mal live zu sehen, ja. Ja, Jamul. Boah, wir sind seit... Ja, 5 Stunden. Wann erschien Kianos? Ja. 2012. Ich finde das schade, dass die da dann nicht noch eben noch beischreiben von, also die Antwort richtig beischreiben. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht so tief in der Materie. Ich höre mir ja nur die Songs an, weil ich ja Musik liebe. Aber also diese Antworten wären halt nochmal geil. Geile College-Jacke. Ich bin richtiger College-Jacken-Fan, ne? Ich meine, ich mag diesen Stoff halt nicht. Also ist ja mehr Bomberjacke-mäßig. Aber ist schon geil. Am Patriots, kann man drüber streiten. Hier mal ein bisschen Feuer einfachen. Aber auch geiler Hoodie. Ja, schon geiler Style. Pierre Lyricist. Bam! PA Sports. Wett. Pierre Lyricist. 2012. PA Sports. Erster Künstlername, okay. Pierre Lyricist. Bam! PA Sports. Man hat unser Superstar Jamal. Ja, muss dir aber einfach mal vorstellen, du willst ein T-Shirt und dann kriegst du auf einmal eine Cap. Würde ich so sagen, ey, kannst du mir eine Cap geben? Aber wahrscheinlich kriegen die das auch. So, jetzt geht's los, Ladies. Jetzt mal zeigen hier. Bam! Die A-Sports. Man hat unser Superstar Jamal im Geburtstag. Gute Frage. Aber ich bin ehrlich, wenn du auf ein Konzert gehst, sag ich mal jetzt, und wirklich so ein Fan bist, also wirklich richtiger Fan und dich richtig auf irgendjemanden freust, sollte man dann nicht so ein bisschen Hintergrundinfo haben? Wobei, okay, ich gehe sowieso nicht auf Konzerte, aber ich habe auch nicht so viel Hintergrundinfo. Okay, nimm alles zurück. Mach einfach weiter. Erstes Lied. NBA. Das ist richtig. Korrekt. Erstes Lied. Wie hieß Jamuls erstes Lied? Das war das erste Lied NBA? Ich sag schon, der Mann macht nur Hits. Erstes Lied. NBA. Das ist richtig. Korrekt.
Richtig süß, wie du das auch sagst, so, ne? NBA? Schau. Schon eine nette Dame, bitte. Oh, die kriegt auch noch das T-Shirt for free. Oh, das ist so geil. Aber das sieht auch nicht so groß aus, ne? Boah, wie geil sieht das denn aus? Hilfe! Geil. Meine, das jetzt hier, ne? Weiß ich jetzt nicht. Aber diese Graffitis? Ready, Kian? Geil. Bruder, was hast du eine Frage jeden Tag, ja? Okay, ich bin Gastgeber, wir sind hier in Münster City. Oh, ein bisschen überbelichtet, ne? Schade eigentlich, weil ich würde hier Schuhe gerne sehen, weil die haben irgendwie was am Nike-Zeichen, glaube ich, ne? Wir sind oben auf dem Palace-Dach. Ich habe hier früher Sozialstunden gemacht. Ich habe die Bühne gefegt. Genau, und heute fege ich alle von. Sieht, glaube ich, ganz chillig aus, oder? Mann, nee. Das ist schade, dass das so überbelichtet ist. Von der Bühne, so sieht's nämlich aus. Aber guter Wortwitz von Kianusch. Hören wir uns nochmal an, die Props gebeten. Ich hab die Bühne gefegt. Genau, und heute fege ich alle von der Bühne. So sieht's nämlich aus. Ach Mann, der ist schon wieder kacke, dass der gut ist, ey. Ja, gar nicht eigentlich. Mein größtes Problem auf dieser gesamten Tour, Kofferchaos. Boah. Kofferchaos. Yes. Das fickt mein Leben. Da muss alles fertig gepackt in einer Ecke stehen. Wenn dem nicht so ist, möchte ich irgendjemanden ficken. Das kann ich mir richtig vorstellen, dass PA so ein richtig ordentlicher Typ ist, ne? So bodenständig? Also so schätze ich den jetzt ein. Wahrscheinlich schätze ich den irgendwo ein bisschen falsch ein, aber für mich so ein bodenständiger, ordentlicher Typ, der hat aber auch eine große Fresse. Und Max verliert seinen Job. Geile Lache. Auch wieder geiles Essen, ne? Oh. Das, so einmal durchschwenken. Einmal langsam durchschwenken, dass du so siehst, wie Backstage so aussieht. Geil. Was ist denn das? Kannst du ein bisschen Sport machen? Geil. Dumm gelaufen. Cooler Dude. Skaters Palace. Das sagt mir irgendwas. Ich meine, klar, ja, ist in Münster, ist schon klar, aber irgendwie geht das. Ich übernehme ein paar Parts. Wolltest du das machen heute? Mach Overdose. Boah, das ist aber so ein Monster, ne? Weißt du wie? Wie geht der Hook? Glaubt, der gibt dir eine Kelle und dann sagst du erstmal, ja, komm ich trotzdem rein? Warte, ich mach nur Puff Puff. Könnte ich aber auch nicht. Hey, das sind wirklich kleine Konzerthallen, ne? Oder geht das da noch weiter, ne? Aber ist doch wieder so klein, oder vertue ich mich jetzt? Boah, das ist schon schade. Alter. Okay, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden mit den Auftritten. Ich hab hier Sozialstunden gemacht. Ich hab hier jemanden für die Bühne gefegt. Dann lief nur ein Step vorbei. Ich war so am Fegen und der hat so, Mann, was ist der Chef? Er macht sich so einen Joint lassen. Ey, man, what the fuck are you doing here? Und dann kommt der Chef und sagt, ja, lass mal, der fegt die Bühne, der muss die Bühne fegen. Und ich denke mir, eines Tages feg ich euch von der Bühne. Und heute stehen wir hier. Dann hat er den nochmal bringt, ne? Ist schon witzig. Nochmal hat wenigstens noch ein paar mehr Leute den hören, ne? Aber hat er ja auch recht. Ladies! Alter. Wie ich schon sagte, ne? Zu schnell geschnitten irgendwo. So, vielleicht nur zwei Songs und dann ein bisschen länger. Finde ich richtig geil. So einer wäre ich auch. So einer wäre ich auch. Einfach da irgendwo in der Ecke chillen und ein bisschen mitviben. Okay.
Es ist so schade, ne? Nur wegen dieser Songqualität, ne? Das finde ich halt ein bisschen schade. Aber ist halt als wenn die da einfach. Jo, cool, chillig. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Bro. Moshpit Moose. Jamule hat aber auch, also warum denn Jamule, Forti auch? Die haben alle so geile Songs, glaube ich, zum Live-Perform. Einfach weil mit echten Instrumenten, so also nicht Playback-mäßig. Ich glaube, das ist schon richtig geil. Show? Bruder, Bombe. Bombe. Unnormal. Geisteskrank. Hammer geil. Geil. Hammer geil. 10 von 10. Boah, Bruder. Gänsehaut. Ich hatte überall Gänsehaut. War die Show? Krass. Wie der immer am Lachen ist. Hey, doch mal. Digga, weißt du, was ich jetzt mache? Ich geh jetzt durch. Sag hey. Alba, ich geh jetzt einfach durch. Münz wird abgeräumt. Ich bin der Alte. Aber ich bin Weihnachtsmann. Hey, Peso-Boss. Sport Schuss. Mit Docker. Boah. 7 Stück. Beruhig dich. Boah. Coach. Boah. Mehr. 20. Ist das Jamule? Ne, das ist PA, ne? Sagen. 18, 19, 20. Boah, hat 5 Stück gemacht. Ja, aber es ist wirklich hart. Nein, ich schaff nicht mal 3. Du musst 3 Stück schaffen. Ja. Das ist krass. Tschüss. Löwe. Und danach eine Pizza. So ist nämlich richtig. Erst ein bisschen aufpumpen für die Pizza. So, Pizza. Pizza. Meine Frage wäre, machst du Diät? Geil. Das ist ja, boah, das sieht aber auch geil aus, ne? Meine jetzt nicht aus diesem Pappkarton da, aber so einen geilen Salat mit ein bisschen Hähnchen. Ich glaube, da, wenn ich auf Tour gehen würde, ich würde das auch nur essen. Einen schönen Salat und dann immer Hähnchen dabei. Und ein bisschen Hähnchen mit Reis oder so. Klabung zu Pizza oder so. Aber schön gesund. Wie sieht das geil aus? Die Jungs alle auf Pizza. Ich trinke so viel Bier. Ich muss ein bisschen drauf achten, dass man hier ein bisschen mit Salat über die Runden kommt. Muss sich ausgleichen, ne? Aber ich esse wie ein kleiner Hund mit Löffel, esse ich diesen Salat. Er bedankt sich hier. Cool. Hey, cool. Boah. Digga, ich würde da so Gänsehaut kriegen. Real Talk, ich würde da sitzen und Gänsehaut kriegen. Danke für diese Liebe. Niemand weggeklatscht. Boah, ich glaube, das ist schon richtig geil, wenn dein Artist, den du richtig magst oder richtiger Fan von bist, du da sitzt und der da rauskommt und sich bei dir höchstpersönlich bedankt. Ich glaube, das ist schon was ganz anderes, ey. Ja, so Gänsepelle kriegen. Nicht. Ich will einmal dabei sein. Wir sind gerade mit dem CEO. Das war eine miese Show. Ey, Skater Palace, mitten im Münster, ey. Was ist der wahre Kameramann? Da, wo geht's hin jetzt? Nach Berlin, wir brechen die Tour ab. Wahre meinte, er ist müde? Ich übernehme. Drinnen, Kamera aus. Tschüss. So schade, ich will das gern sehen, ey. Wir können fahren! Boah, was für ein geiler Bus. Aber muss auch. Also ganz ehrlich, wenn du auf Tour gehst, brauchst du einen geilen Bus. Gerade wenn du so eine Tour hast. Von der Anzahl ist das ja jetzt nicht so riesig. Aber ich finde, wenn du schon so viel erreicht hast wie die, dann musst du auch auf Komfort legen. Klar ist das ein bisschen übertrieben mit den LEDs und so. Wir können fahren! So mit diesen LEDs und sowas, das sieht ja schon ein bisschen sehr... sehr extrem aus. Aber alles ist richtig auf Komfort trotzdem irgendwo, ne? Das ist verdammt wichtig.
Stell dir einfach mal vor, du bist so ein großer Künstler und sitzt da einfach in so einem abgeranzten Ding. So ein Schulbus einfach. Ja, cool. Ich merke die Unterschiede, ja, wie es sich anfühlt. Bruder, gestern waren mehr Leute, aber weniger Stimmung. Heute waren weniger Leute, aber Stimmung war krass, ich hätte das andersrum gedacht. Also Real Talk, ich dachte, dass diesmal... Ja, okay, die Leute, okay, dass die Anzahl der Leute eigentlich gleich waren, aber dass die Stimmung diesmal ein bisschen mehr geballert hat, weil das... Aber ich glaube, das kommt aber auch so, wie der Raum ist. Weil man hatte ja gesehen, dass dieser Raum oben ja noch so eine, wie heißt das, Halfpipe hatte. Die Skater wissen ja, was das ist. Oder wie das Ding heißt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas Falsches gesagt. Und dass das nicht so wirklich reingeheilt hat, ne? Wobei, die haben gesagt, der ist lauter, ne? Oh, ja. Krank. Ja, trinken gewesen, freitags. So. Ich hatte auch so Gänsehaut. Ich bin überall. Dein, Bruder. Weil ich so dankbar bin. Für einfach alle Leute, Bruder. Krank. Was hättest du? Jamule. Wie kann man den Mann nicht lieben? Natürlich hat er Scheiße gebaut. Brauchen wir nicht drüber reden. Die es wissen, die wissen es. Die anderen können wir irgendwie informieren. Aber der hat da so rausgelernt. Und ist, glaube ich, auch... Man merkt halt so richtig diese Dankbarkeit und alles, ne? Diese Spaß an Musik. Deswegen feiere ich Jamule einfach so hart. Von Müll. Von Müll kommen, ja, die Squad macht ein Step ins Geschäft. Money talks, keine Check. Was soll denn das jetzt? Was? Letztes Mal war das nicht so. Ich wollte eigentlich nur den Trailer wiedersehen, aber okay. Dann diesmal halt nicht. Ja, geiler Tourblock. Diesmal was ein bisschen, was heißt ein bisschen was anderes? Was anderes? So einfach mit denen hier, so dieses Lockere, das man auch sieht, so wie sie fernab von der Musik sind, sag ich mal so, auf offener Straße, so auf lustig. Zeigen auch, dass es auch Fehler, auch Probleme gibt, finde ich geil. Vielleicht hätte man zeigen können, so, ja, okay, das war da, das und das Problem hatten wir, aber wäre auch ein bisschen vielleicht zu viel. So, wie, einfach so dieses Backstage-Geschichten finde ich geil gemacht, dass sie das mit reingenommen haben. Hoffe ich, dass das auch mehr kommt oder mehr drin ist. Ja, diese Fragerei, habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, ist geil. Zwischendurch diese Sachen. Auftritte. Würde ich mich jetzt wiederholen, aber ihr wisst, was ich meine, was mich daran stört. Und ich finde es immer noch extrem, dass es so gesehen, so wenig Platz ist, oder so wenig Leute, dafür, dass es so viel, dass es vier Artisten sind. Finde ich schon echt extrem krass, muss ich sagen. Ja, und dann so diese Nacheindrücke finde ich geil. Also Real Talk, deswegen feiere ich diese Blogs und deswegen will ich dieses Format ja auch einfach machen, einfach weil man einfach so diese Hintergrundkacke sieht, Kacke, diesen Hintergrund-Shit sieht. Ja, Kacke und Shit ist fast das gleiche. Ja. Und einfach man auch mal sieht, wie die Menschen so hinter der Kamera sind. Natürlich sieht man jetzt nicht so, wenn sie abgefuckt sind und sowas, ist ja klar. Aber so diese Dankbarkeit von Jamule, wie die sich alle geben, wie die drauf sind, Forti, PA. Das ist so geil. Hat mir richtig Spaß gemacht und ich muss sagen, der Vlog hat mir sogar mehr, der Vlog hat mir mehr Spaß gemacht als der in Essen. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.